Wie habe ich es wohl verschossen? Und das, wo ich mir doch extra eine Sicherungskopie von der Sache gemacht hatte. Was sind denn das für Kärtchen? Sammelkarten für junggebliebene Außerirdische wie mich. Hab extra ein paar Sicherungskopien davon gemacht. Verständlich. Aber dann sind sie mir leider durcheinander geraten. Ihr wisst ja, wie es ist. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr auseinandergefummelt. Wir können ja mal gucken, ob wir es schaffen. Also, immer zwei Karten gehören zusammen, sagst du, richtig? Ja, genau. Und wenn du sie gefunden hast, erscheint noch eine Aufgabe. Wenn du sie schnell genug löst, darfst du die Kärtchen behalten. Merkwürdige Sammelkarten sind das. Naja, andere Planeten, andere Sammler. Such dir mal zwei Karten aus und schau, ob sie zueinander passen. Mhm. Kann ich da nicht irgendwelche Einstellungen machen? Bist du allein oder seid ihr zu mehreren? Egal. Überlegt, wer ihr sein wollt und zieht eure Figur in das jeweilige Kästchen. Wenn alles fertig ist, klickt auf OK. Also wenn wir nur zu zweit spielen, brauchen wir nur zwei Kästchen zu belegen. Genau. Und wenn du alleine bist, eben nur eines. Genau. Okay. Es gibt verschiedene Kartenarten. Bei den einfachsten braucht man nur einen Zug, um Schachmatt zu finden. Die anderen sind für die Gewitzteren. Da sind zwei oder drei Züge nötig. Ja, machen wir lieber erstmal nur einen Zug. So. Oh, was denn da? Komisch aus. Oh, kann man sich das denn merken? Das hab ich schon gesehen. Mhm. Nein, falsch. Die passen nicht zusammen, ja, aber wo soll man sich das merken, ne? Okay. Jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Hallo? Okay, also. Da haben wir auf E1. Okay. Könnte das denn das Matt sein? Ist überhaupt dran, da weiß. Schläfst du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. Die Frage ist, wie kriegt man denn dann? Ach so, das ist das Schachmatt. Schach. So, da muss einer schlagen. Dann geht die Dame dahin, da ist das Matt. Okay, ich weiß, wo der ist. Gesehen? Ah ja, das ist das Matt. Okay. Das hat ja keine Rolle. Hm. Oben war das mit dem Läufer. Einem Zug? Nein, einzigen Zug. Aha, da nicht. Schläfst du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. Hm. Da muss hier eine Dame umwandeln. Ah, da ist es nicht. Wo hatte ich den denn schon mal gesehen? Mhm. Okay. Nein. Das ist immer schon aus. Das war wohl nichts. Jetzt noch schnell das Schachmatt gefunden, dann darfst du das Kartenpärchen wirklich behalten. Mhm. Die Anzahl der Züge, die du dafür brauchst, steht an der Seite. Ah, 60 Sekunden. Und wenn ich mich dabei vertüttel? Nicht so schlimm. Dann kannst du auf nochmal klicken. Aber beeil dich, du hast nicht ewig Zeit. Wieso ist das denn jetzt so rum? Das ist klar, das ist jetzt typische Mattkombination. Ich schlag hier den Läufer. Die Dame nimmt den König alles weg und die Dame ist gedeckt von dem Turm. Das ist eigentlich ein Standard, den sollte man jeder drauf haben, der 1500 Elo hat. Sollte das sofort sehen. Dahin, so. König ist im Schach und kann auch rechts und links nicht weg. Und die Dame ist gedeckt vom Turm. Der Punkt geht an dich. So, was haben wir denn noch?
einzügige sollte man ab 1500 sehen. Andere zweizügige 1600 und dreizügige würde ich empfehlen ab 1700. Da muss man die intensiv üben. Solange man nach 1500 Elo hat, sind einzügige okay. Das werden erstmal dann alle. Schläfst du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. So, das war jetzt eine Mattkombination. Da, ja, da muss die nur die Dame nach oben. Dann ist der König so eingesperrt. Da ist er. Ne, das war das andere. Okay. So, die Dame oben, da war das da. Okay. Das war doch der da. Okay. So. Sieht wieder umgekehrt aus. Ich weiß nicht, warum er das jetzt umdreht. Weil eigentlich möchte ich ja von unten spielen, wenn ich weiß habe. Aber egal. Irgendwie dreht er das verkehrt rum. Weil wenn ich weiß habe, müsste ich ja eigentlich das Brett andersrum haben. Aber egal. Und sieht das hier doof aus mit dem Bauer an der Bauer. Hier A1. A1 ist hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn ich weiß bin, sehe ich eigentlich das Brett andersrum. Da deckt hier der Bauer, deckt den hier. Hier ist 7 und hier ist 8. Hier wird sich der Bauer umwandeln. Auf der 8. Reihe. Wir haben irgendwie blöd gemacht. Wir hätten das Brett rumdrehen müssen. Ja, da ist die Dame gedeckt vom Bauern. Aber eigentlich sehe ich es ja andersrum. Jetzt sehe ich es eigentlich von schwarz aus. Schwarz sieht hier von hier oben die 8 bis 1. Okay. Hat man da noch nicht gesehen? Da muss ich, glaube ich, nur den Bauern vorbewegen fürs Matt, ja. Hat der König kein freies Feld mehr. Und der Bauer ist gedeckt von der Dame, okay. Ja, da ist es. So, jetzt dreht er mir da schon wieder um. Oh, das ist ja da. Nicht wieder von schwarz aus gesehen, weil hier unten ist die 8. Also irgendwie falsch rum programmiert. Die Bauern schlagen ja jetzt nach oben. Immer zur höheren Zahl schlagen die Bauern. Das muss man sich dann merken, wenn man weiß hat. Von 2 schlägt er nach 3. Von 3 schlägt er nach 4. Ja, wir haben es hier falsch. Deshalb kann ich hier nach vorne. Da bietet er nach. Von 3 bietet er nach 4. Schach, der Bauer. Super, ja. Ja, super. Hättet ihr mal andersrum programmieren müssen. Kleiner Fehler in der Programmierung. Okay. Sehr merkwürdig. Also rum ist es ja richtig rum, da sehe ich es ja. So. Von der Karte aus brauche ich ja nur, ist das hier die 7. Reihe, die 8. Reihe. Ich gehe einen vor, wandle in der Dame um, von 7 nach 8. Wandle mich um. Schläfst in der Dame. Du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. Oh. Ja. Jetzt sehe ich es wieder verkehrt rum, wenn ihr jetzt das große Bild kommt. Ja, genau. Jetzt muss ich mich nämlich umwandeln. Von 7 nach 8 wandle ich mich um. Der Bauer geht ja immer die Zahlen höher als weißer. Der schwarze geht immer ins Minus rein. Mal von 5 nach 4 und nach 5 nach 4 schlägt er. Also, ich sehe es also quasi hier von schwarz aus, von 8 bis 1. Ich muss aber hier als Weißer die höheren Zahlen nehmen. Von 7 nach 8. Von der 7. Reihe bis zur Linie. 7. zur 8. Linie. Wandle mich um in der Dame. Ist gedeckt und die beiden Felder sind zu. Praktisch gut. Jetzt können wir unseren Bauern gegen was anderes eintauschen. Ja, eine Dame natürlich. Und Schachmatt. Das ist ja 8 Schachmattaufgaben. Ist nicht schlecht. Gucken wir, wenn man das nochmal spielt, ob dann 8 andere kommen. Wahrscheinlich. Und gar nicht mal schlecht. Zum Üben ist das ganz gut. Was haben wir denn da? Ah ja, das war ja das, wo ich erstmal einen Läufer ablenken muss und dann. Ne, muss ich gar nicht. Das ist ja sofort Schachmatt. Ist ja nur ein einzügiges. Die Dame kann ja sofort hier hin. Muss ja gar nicht ablenken. Mhm. Der war da oben. Ah, alles klar. Da oben. So, jetzt ist wieder verkehrt rum. Okay, aber ist egal. Dame geht hier hin und ist sofort Schachmatt.
Also die Dame kann da mit keiner Figur schlagen. Hier ist ja keiner auf der Linie. Ja, und die Dame ist auch noch gedeckt vom Springer. Also darf der König auch nicht schlagen. Schachmatt. Test bestanden. Ja. So, was haben wir denn noch? Da, da ist matt. Nee, da ist nicht matt. Wo ist denn da das matt? Das ist interessant. Da kann ich nicht, da schlägt die Dame ja zurück. Da, wieso kann denn der Springer... Schläfst du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. Ach, die Dame muss hier hin. Ah, und deckt dann gleichzeitig den Turm. Und der Turm macht hier die Felder zu. Okay. Knapp daneben. Okay. Ja, da sind sie. Ja, jetzt muss die Dame muss hier hin. Bietet Schach und deckt damit gleichzeitig ihren Turm. Die wirkt ja da durch, ja. Die wirkt ja hier durch. Also kann er den Turm nicht schlagen, weil... Ja, da muss ich auch noch das Matt direkt finden. Da kann ich nicht hin, ja. Gut, die Dame ist gefesselt. Die darf sich nur hier auf dieser Linie bewegen. Das heißt, der Springer kann kommen, kann jetzt hier Schach setzen und Matt, weil die Dame darf ja nicht weg. Schläfst du oder denkst du nach? Sonst klicke mal zwei Karten an und schau, ob sie die gleichen Bilder haben. Weil die Dame darf den Springer nicht schlagen, dann wird ja die Dame Schach bieten. Also ist hier die Dame von der Dame gefesselt. Also auf jeden Fall eingeschränkt auf die Linie. Nicht richtig komplett gefesselt, aber die Dame darf nicht nach unten ziehen. Mhm. Ich kann das ja nur... Ja, welche sagen? Die und die. Okay. Da ist ja das andere Matt. Ja, das und das Matt, ja. Bingo, passt. Ja, umgedreht, war mir schon klar. So, hier ist das Matt. Schach. So, und hier ist immer das, was man auch als 1500er wissen muss. Eigentlich, wenn hier in diesem Sechserfeld. König hat ja normalerweise immer das Fluchtfeld, wo die Dame als Springer nicht hin kann. Von hier aus ist ja das Springerfeld hier. So, und da würde die Dame ja nicht wirken. Dann bietet hier Schach. Und wenn hier kein Bauer wäre, könnte der König jetzt hier auf dieses Feld. Da aber der eigene Bauer im Weg steht, ist das einzige Fluchtfeld zugestellt. So, und deshalb ist das jetzt Schachmatt. Das ist jetzt Schach. Und weil der eigene Bauer im Weg steht, ist es auch Schachmatt. So ist's gut. So, und dann haben wir ja nur noch eins. Da muss ich ja nur mit dem Springer matt setzen. Ja, Hauptsache funktioniert. Also der Springer kann hier Schachmatt setzen. Ja, der Turm macht hier drüber alles zu. Der kann ja sowieso nicht raus. Ist hier eigentlich komplett eingesperrt. Hier steht die eigene Dame im Weg. So, hier drüber die Felder sind zu vom Turm. So, und die Dame darf nicht schlagen. Dann wird sie ja hier die Linie freigeben von meiner Dame. Und das darf man nicht. Man darf sich nicht selber in Schach setzen. Wenn die Dame wegzieht, wäre ja jetzt hier Schach. Also ist die Dame hier auf diese Linie gefesselt. Damit ist jetzt Schachmatt. Du hast mir richtig geholfen. Und dafür möchte ich dir was geben. Wie wär's mit einer Sammelkarte? Lieber ein Glitzersternchen. Die kann man so schön sammeln. Na, weil ihr es seid. Dankeschön. So, und nochmal die einzügigen bisschen üben, wenn ihr da Lust und Spaß dran habt. Irgendwann mal später, wenn man 1600 hat, zwei Züge und 1700, wenn man drei Züge machen will.